Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Monster Hunter Stories. In der letzten Folge haben wir unverhofft, kommt oft, gegen eine Pesthauch-Ratian gekämpft und sogar gewonnen. Das war auf jeden Fall ziemlich stark. Jetzt müssen wir aber weiterziehen und zwar in die Wüste. Ja, da haben sie uns jetzt hingeschickt, weil dort müssen wir uns mit Reverto treffen und nächste Schritte quasi planen, denn die Jäger wollen etwas gegen den schwarzen Pesthauch machen und wir sollen dabei mitmachen. Das machen wir auch. Bevor wir aber weiterziehen, würde ich mal an meinem Ziel weiterarbeiten, hier nämlich einen Narcilla zu bekommen und deswegen probieren wir es jetzt nochmal, uns da Dinge da zu schnappen. So, zurück hier in Gilde Garan. Haben wir eine Nebenquest? Ja, wir haben eine Nebenquest erfüllt, das heißt, wir können eine Quest abgeben. Ja, hier ist das Questbrett. Und wir müssen ja noch unsere Waffe entwickeln. So, wartet mal. Lehm in der Kuropeko haben wir gemacht. Oh, 3 Farbbälle. Wie nice. Dann haben wir gemacht, genau, erlege eine Narcilla. Haben wir gemacht. Immerhin gibt es ein bisschen Kohle. Erlege eine Ratian. Oh, was? Wir können hier eine Ratian erlegen? Das ist ja interessant. Ebenen etc. Okay. Dünensurfer. Erlege 5 Zephalos. Ah, okay, die sind dann wahrscheinlich in der Wüste. Ja, fette Tomaten. Oh, ich glaube, da haben wir sogar 3 Stück. Ich glaube, die können wir direkt abgeben. Ja, die können wir echt direkt abgeben. Ich will ja auch noch meine Waffe entwickeln oder halt zumindest eine neue Waffe kaufen. Erlege einen Gandrome, der Lähmende. Ja, Ezü-Wüste. Also tatsächlich müssen wir dann ins nächste Gebiet. Das sind schon quasi die nächsten Quests hier. So, mal alle mitgenommen, die wir hier bekommen. Ich überlege jetzt, ob wir mal auf eine andere Waffe umsteigen oder was wir da machen. Und zwar gehen wir erstmal zum Schmiedemann hier. Schmiedemann und Freunde. Und haben hier Schmiedequests. Schmiedequests. Wähle für neue Ausrüstung Schmiedequests aus. Besorge nach Questannahme die richtigen Materialien und Zenny und erhalte neue Ausrüstung als Belohnung. Ah ja, zum Beispiel kann ich sagen, Kuropeko-Hammer, Kuropeko-Rüstung. Ah ja, ich brauche dazu Kuropeko-Materialien. Das heißt, ich muss einen Kuropeko dafür erlegt haben. Ich kann aber auch zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt eine... Okay, das, glaub, das hätten wir schon vorher mal machen können, oder? Ich meine, wir fangen mal an. Ich mache mal zum Beispiel hier den... Ah, okay, das Großschwert gibt es zum Beispiel von Narcilla. Die Narcilla-Klinge. Und ich brauche dazu Materialien. Okay, wir machen das jetzt mal. Die Quest angenommen. Einreichen. Ja, wir haben ja eigentlich alles zusammen hier für die Punkte. So, 3000 Zenny haben wir. Oh, sieht die geil aus. Narcilla-Klinge. Okay, Schmieden der Ausrüstung erfolgreich. Alle meine Zenny damit aufgebraucht. Aber, kratz, wir haben eine neue Waffe. WTF. Okay, das ging jetzt echt ziemlich schnell und gut. Und WTF. Waffen. Aktuell hab ich noch den Knochenspalter mit 28. Jetzt 31 die Narcilla-Klinge. Aber die ist halt noch nicht geupdatet. Hat da mal einen Bonus drauf. Zum Beispiel schlafen. Also ich kann damit wahrscheinlich das Monster schlafen schicken. Und ich habe nicht mehr den Reißzahnbestienjäger, sondern den Vogel Wivern oder Weivernjäger. Okay, warum nicht? Gut, dann damit wissen wir, dass wir hier auch uns geile Rüstungen so craften können. Was ich ziemlich geil finde. Denn geile Rüstungen sind geil. Was machen wir jetzt eigentlich? Ja, wir wollten uns ja eine Narcilla besorgen. An dieser Quest halte ich auch fest. Halte ich dran fest, da will ich nicht von ablassen.
dazu müssen wir hier hinten hin und zwar zu unseren lieben, liebgewonnenen Katzerwagen. Was bist du eigentlich für einer? Der Wagen hier. Nee, ich dachte, der verkauft vielleicht was. Wo ist denn der Katzerwarenstand? Und bitte, wieso erkenne ich hier neuerdings Orte, die ich vorher noch nicht erkannt habe? Also irgendwie ist das Spiel für mich immer wieder neu. Da vorne ging es jetzt plötzlich zum Hafen. Ging es da auch schon vorher hin? Ich weiß es nicht. So, Regenwaldeingang müssen wir wie immer. Und wir können uns echt eine Ratian besorgen. Oh, Ratian ist so cool. Fast so cool wie ein Rathalos. So, okay. Wir sind jetzt hier wieder im Regenwald. Im Regenwald, da wirst du abgeknallt, wenn du nicht schnell genug bist. Von diesen komischen Bienendingern. Mit ihren Stacheln stechen sie dich ab. You are in the wrong neighborhood, motherfucker. Ja, von dir will ich nichts. Du lässt mich jetzt hier mal schön in Ruhe. Bin eh zu stark für dich. So. Wenn ich jetzt hier... Oh, den Blaupilz schnell gecasht. Naja, leider nur einer. Ich hoffe, später gibt es hier echt noch so eine Art Farm oder so. So, miau, miau, miau. Miau wie die Sau. Warte mal. Wieso dreht er sich jetzt um? Mal im Ernst. Aber gut, aber gut, aber gut. So, ich habe eine Ratian umgehauen. Da wirst du wohl kein Problem sein. Außerdem habe ich aus deinem Bruder hier ein Schwert hergestellt. Geil, ne? So, wir machen erstmal hier den Doppelkraft. Ja, macht schon ordentlich Schaden. 147. So, einmal Blendung. Falls sie dann mal wirklich durchkommt. Ist ja wahrscheinlich auch eher so Monsti-abhängig. Als ob das irgendwas bringt. So, ich teste jetzt mal den Vogel-Weiwernjäger aus. Einfach mal, um zu gucken, wie das aussieht. Okay, es sieht quasi genauso aus. Ja gut, du bist ja kein Vogelweibern, also macht's jetzt auch nicht mehr Schaden. Schön das flüssige Gift. Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir auch gleich die Bindung, ne? Oh, hat er verpasst. Yep, wir können reiten. Sehr gut. So, was sagst du? Du sagst, wir sollen einmal Kraft einsetzen. Alles klar. Ach, macht er auch Kraft. Ach, komm. Ach, komm, ach, komm, ach, komm. Gibt's ja nicht. Dann nochmal. Nochmal Kraft. Komm, nochmal Kraft. Oh ja, sehr schön. Ich muss jetzt die Bindungsattacke machen, weil ansonsten kann ich meinen Farbball nicht werfen. So. Oh, jetzt wird es aber echt ganz schön kritisch hier. Jetzt wird super kritisch. Farbball, los, flieg und sieg, sage ich dazu nur. So, nochmal Farbball. Einmal können wir noch.
Weil jetzt durch das Gift und durch die Attacke ist sie ja jetzt sowieso fertig. Oder er, es ist ja ein er. Ja, endlich. Ah, Mann, sehr gut. Sehr gut. Der Narcilla zieht sich zurück. Bedeutet, wir können uns in seinem Bau verkriechen und seine Eier klauen. Oh, Kutku Tackling gelernt. Sehr schön. Immerhin mit einem A-Rang. A-Rang. A-Rang, A-Rang, A-Rang. Und ich muss mal echt ein bisschen Zenny farmen. Jetzt merke ich auch, wie das hier später echt wahrscheinlich länger dauern wird. Unter anderem auch zum Beispiel, wie man hier zu diesem Monsterbau kommt. Nee, wie es auch später wahrscheinlich dann einfach länger dauern wird, diese Rüstungen zu bekommen. Man hat dann zwar diese Schmied-Quests, aber mit 3000 Zenny ist halt auch nicht gerade wenig Geld, sag ich mal. Wartet mal. Oh nein. Sieht irgendwie lustig aus, die beiden da untereinander, ne? So, wir können ja erst fliehen, nachdem wir hier seine komische... Aua, nachdem wir hier seine komische Wespe da oben gehauen haben. Aber ich muss hier erstmal die Heilung vollziehen. Das bedeutet, für mich gibt es ein Kraut. Und Günther haut da mal ein bisschen rein. So, jetzt können wir nämlich mal die Flucht versuchen. Nein, hat nicht geklappt. Gut, weißt du was, dann hauen wir dich jetzt einfach um. Wenn du nicht willst, dann hauen wir dich jetzt einfach um, dann habe ich hier auch keinen Stress. Aber ich sollte trotzdem mich vorher einmal wenigstens heilen. Nee, wir machen das jetzt so. Wir hauen jetzt diesen Gypteros um und dann... Ja, holen wir uns den Monsterbau. So, ich mache jetzt hier den Fokus. Vergifte mich nur. Kein Problem. Haha. Kein Problem, wenn du mich vergiftest. Denn jetzt kommt hier der Vogel-Wivern-Angriff. Och, Manno, ist ja gemein. 135 trotzdem gemacht. Trotzdem 135 gemacht, nicht schlecht. Muss mir aber trotzdem erstmal heilen. Da hilft nichts. So, ich probiere es jetzt nochmal mit einem Fokus. Weil ich will immer wirklich mal das Damage-Potenzial mal voll ausschöpfen. Er hat mich schon wieder... Er hat mich schon wieder gefokust, der Alte hier. So. Er macht die meiste Zeit... Technik. Also machen wir Kraft. Macht er auch Kraft. Aber Gift bringt ja nichts gegen einen Gypteros. Gut, ob er jetzt schon wieder auf Kraft geht? Er könnte jetzt auf Technik gehen, wenn ich da mit Geschwindigkeit komme. Nee, er macht wieder Kraft. Macht uns damit zwar keinen Schaden, aber... Ihr merkt es, ich habe gerade voll Angst, auf Technik zu gehen, weil ich denke, er hat es so auf Kraft benutzt, also muss er jetzt wenigstens einmal Technik benutzen. Na endlich, na endlich.
So. Ja, geht ja immer schneller hier, ne? Aber klar, ich werde ja auch stärker. Von Kampf zu Kampf werde ich stärker. Natürlich fallen dann auch die Monster schneller um. Und ein Level Up für mich. Immerhin farme ich ja auch Items. Ich farme damit ja vor allem auch Erfahrungspunkte für meine Monsties, für mich selbst. Also das hilft mir dann später. Deswegen, kein Kampf ist hier unnötig. So. Öp. So, aber wir holen uns jetzt erst einmal die Spinne. So, die Vielbeere mitgenommen. Noch ein Honig mitgenommen. Ah, Königshonig sogar. Ah, guck mal, und hier ist dann das Nest. So, der Narcilla-Bau. Ah ja, hier lang kommt man jetzt. Ist ja schon cool aufgebaut. Gegen Giftkraut, für den sich's traut. Ein bisschen Eisenerz. Nein! Na gut, immerhin. Ich habe ja noch nicht gegen die normalen Ludrovs gekämpft, deswegen kann man die auch nochmal schnell mitnehmen hier. Zweimal Ludrov zum Mitnehmen, bitte. Und los geht's. Ihr merkt es, ich überspringe hier schon manche Animationen. Oh, der Ludrov wurde besiegt. Und er will jetzt Flucht einsetzen. Tja. Ich glaube, das hat dann nicht mehr gereicht. Ich hätte ihm ja die Flucht gegönnt. Aber nö. Aber nö. Nö, nö, nö. Nicht gemacht. Also nicht geflüchtet. Da ist schon der nächste hinter uns. So, ein silberner Spinnenfaden. Aber das alles wollen wir ja nicht, denn wir wollen ja eigentlich in das Nest vordringen. In den letzten Raum dieses quasi Dungeons. Ein lecker Schlammbad. So, was haben wir hier? Ah, das ist ein Gegner. Gegen was kämpfen wir da jetzt? Gegen einen Fass? Dreimal schwarzer Kater, ein laufendes Fass mit Pfoten. Ach, eine Feline. Ich flüchte einfach. Im normalen Monster Hunter sind ja diese wilden Felinen, die überfallen einen ja und klauen einen dann Items. Ja, ich bin auch fertig. Warte mal. Da hinten kommen wir noch nicht durch. Da brauchen wir. Da brauchen wir dann später irgendein Monster, was so einen Stein da wegmachen kann. Wer auch immer das kann. Nee, das ist nicht der Bau. Das ist nicht das Nest, meine ich. Ein stinknormaler Raum. So, wartet mal. Da gab es ja nämlich noch einen Weg. Den möchte ich mir auch nochmal genauer anschauen. Wenn wir dann den Narcilla haben, dann geht es auch in die Wüste. Dann haben wir nämlich zumindest... Ich glaube, alle großen Monster, die wir uns hier schnappen können. Ja, hier geht's auch zum Nest. Dann haben wir alle großen Monster, die wir uns hier schnappen können. Ich glaube, dann sind wir schon recht gut dabei.
Also hier schnappen in diesem Gebiet. Wollen wir sie noch umhauen? Da kommt einmal noch. Ah gut, komm, wir nehmen den Airbowl, es geht, wa? Wir gucken nochmal. Es gibt hier irgendwo ein gutes Ei, ich weiß es. Also ich heb auch irgendwie immer dieselben Eier auf. Aber es sieht ja ganz gut aus, dieses Ei, ne? Vielleicht ist es ja ein wirklich gutes Ei. Wir machen es erstmal wie die Schlange und zischen ab. Und ich würde sagen, wir machen uns dann auch direkt auf nach Gilde Garan, um zu gucken, was in diesem Ei drin ist. Und dann, ja, dann haben wir auch schon wieder Ende der Folge erreicht. Ja. Ein bisschen kürzer. Letzte Folge war ziemlich lang, aber auch verdammt geil. So, ein Temnok-Ei. Mal wieder simpel. Na gut, warte mal. Wo haben wir hier den Weg, den Pfad, der Pfade? Ah, das Gebiet ist jetzt hier auch resettet worden im Übrigen. Aber das kümmert uns nicht, denn wir wollen ja hier zum Katzawan. So, ab nach Gilde Garan und los geht's. Wie schnell wir hier vorwärts kommen. Nicht das nächste Gebiet steht schon wieder an. Aber ich zocke ja auch echt viel. Schon über 10 Stunden. Jetzt bestimmt schon 12 Stunden oder so mittlerweile. Also im Vergleich zu anderen Games, die hätte ich schon längst durchgespielt. Wenn man mal denkt, hier so ein, wie heißt es? Hellblade mit seinen 6 Stunden, hätte ich schon wieder zweimal durchgespielt. Und hier bin ich ja wirklich noch mittendrin. So, ab in den Eierkarton, Ei ausbrüten, ein Ei habe ich am Start. Und ein Nersilla. Huhu. Ein Nersilla. So, benennen wir um. In Drusilla. Ja, wie die eine Vampirdame aus Buffy frei nachempfunden. Ich weiß nicht, ob man diesen Namen so schreibt, aber Drusilla klingt ziemlich cool. Dementsprechend freue ich mich jetzt hier auch, Drusilla an Bord zu haben. Und würde mal sagen, haben wir genügend Eierfragmente eigentlich zusammen? Okay, das wird ein sehr, sehr lustiges Ei werden. Gut, ach ja, wir müssen noch unsere Monstis dann verwalten. Und dann, ja, unser Team weiter, unsere Gruppe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Schwammkopf, dich habe ich bisher noch gar nicht so gebraucht. Ich würde dich ganz ehrlich auch einfach mal gegen Drusilla austauschen, um einfach mal zu gucken, wie das Ganze dann so funktioniert, oder? So, ihr habt euch ja beschwert, naja, beschwert ist das falsche Wort, ihr habt es angemerkt, dass ich doch mal ein paar andere Monstis brauche. Ich glaube, mittlerweile haben wir ja fast unsere ganze Gruppe einmal durchgetauscht. Wir haben Günther, wir haben Drusilla, wir haben, okay, eigentlich nur Günther und Drusilla, weil Schwammkopf habe ich rausgenommen. Velocidrome lasse ich drin, denn, tja, es ist hier bei Pokémon, das erste Pokémon bleibt immer im Team. Yanni ist immer noch ein super stark und auch Roger, wobei Roger habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Tatsächlich, Günther ist ja aktuell so ein bisschen mein Star hier in der Runde. Aber das kann sich alles noch ändern. In der nächsten Runde, Monster Hunter Stories, gehen wir in die Oase. Dann, ja, schicken sie uns wirklich in die Wüste und wir gucken, was wir da für Abenteuer erleben können. In diesem Sinne freue ich mich darauf, dass ihr wieder mit dabei seid. Gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Mal hier bei Monster Hunter Stories. Bye bye, euer Hyuga. Gehabt euch wohl.